Kescher-Reparatur bei Poolreinigen leicht gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video vom Heimwerker, vom heim-werker.com Kanal. Hier haben wir ein Problem, unsere Heimwerkerkatze hat den Kescher erwischt. Nun will ich euch in wenigen Schritten zeigen, wie du ihn wieder reparieren kannst. Besorgt hier eine alte Strumpfhose. Schneide bei dieser Strumpfhose einen Fuß ab. Fädige es aus und ziehe ihn über den Kescher. Schau, dass du die Strumpfhose oder den Teil der Strumpfhose schön über den Kescher bringst. Danach schneidest du den restlichen Teil der Strumpfhose ab. Und fixierst diesen damit. Schmeißt wieder die Enden ab. Und schon hast du wieder einen voll einsetzbaren Kescher. Das Gute an diesem: die Strumpfhose ist noch dünner und du kannst so noch mehr Schmutz abkeschern. Nun hast du gesehen, dass du mit einfachen Mitteln deinen Kescher wieder reparieren kannst. Wenn dir dieses Video hilft, dann freue ich mich über einen Like. Den Button findest du unterhalb. Wenn du kein Video mehr von uns versäumen willst, vom heim-werker.com Kanal, dann abonniere unseren Kanal. Den Button findest du hier oder auch unterhalb vom Video. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!